Spreche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Die heutige Tageslosung kommt aus Psalm 139, der für mich zu den schönsten Texten der Bibel überhaupt gehört. Und es ist genau der Vers, bei dem ich immer wieder schwanke, zwischen Faszination und Zweifel. Die Vorstellung ist ja wunderbar, dass selbst das dunkelste Dunkel wie Licht werden kann. Aber kann man das wirklich so sagen? Ich denke dann an Menschen, für die sich in ihrem Leben nur noch Abgründe auftun. Menschen, deren Lebenspläne zusammenbrechen durch Krankheit oder Tod von lieben Angehörigen. Menschen, an sie denke ich in diesen Tagen besonders, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, vielleicht sogar im Raum der Kirche und die deswegen gar nichts von diesem Licht sehen. Vielleicht ist das Wichtigste an diesem Psalmvers, dass er in der Ich-Form spricht. Die Erfahrungen, die wir machen, können so unterschiedlich sein. Hier spricht jemand, der Erfahrungen mit Gott gemacht hat, die ihm ein riesengroßes Vertrauen gegeben haben. Gott, ich verlasse mich darauf, dass du bei mir bist und bei mir bleibst, auch wenn es dunkel wird in meinem Leben. Und dass dein Licht selbst dann noch stärker ist als die Dunkelheit. Ich will mich heute auf diesen Vers einlassen, ihn mitsprechen, in der Hoffnung, dass er an mir wahr werden wird. Und ich das sagen kann. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtete wie der Tag. Geht gesegnet und behütet in diesen Tag.